In diesem Jahr feiern die Städtischen Sammlungen Freital ihren 100. Geburtstag. 1924 öffnete das Städtische Heimatmuseum Freital erstmals seine Pforten, damals noch nicht am jetzigen Ort, bevor es 1946 im ehemaligen Rittergut Burg seine Heimstatt fand. Im Rahmen eines Pressetermins am 23. Mai im Festsaal auf Schloss Burg stellte Oberbürgermeister Uwe Rumberg und Museumsleiterin Christine Gäbler das Jahresprogramm der Städtischen Sammlung vor. Ein besonderer Fokus wird dabei auf der extra konzipierten Sonderausstellung Kommen, Schauen, Staunen zum Jubiläum liegen, die von Juni bis November 2024 zu sehen sein wird. Ja, das ist natürlich was ganz Besonderes. 100 Jahre Städtische Sammlung Freital in einer Stadt, die kaum älter als dieses Museum ist. 100 Jahre, wir sind jetzt seit nach dem Krieg hier auf Schloss Burg. Vorher hatte das Museum noch zwei andere Standorte im Steuerhaus. Da findet sich jetzt der Zusammenleben e.V., dass Sie ein bisschen wissen, welches Haus das ist. Und dann noch in der ersten Etage des Stadthauses. Das ist das jetzt, wo unten die Apotheke ist und oben drüber das Ärztehaus unterhalb des Windberges. Dann, wie gesagt, seit nach dem Krieg hatten wir die Möglichkeit, dank des engagierten Museumsmannes Helmut Heinz, der gesagt hat, hier auf Schloss Burg muss das Museum einziehen. Es hieß dann, wie Sie alle noch wissen, relativ lange Haus der Heimat. Jetzt sind wir mittlerweile die Städtischen Sammlungen Freital und haben von der Bergbaugeschichte bis zur Kunstgeschichte ein volles Ausstellungsprogramm. Und das wollen wir in der Jubiläumsausstellung Ihnen nochmal besonders nahe bringen. Wir zeigen also, wir haben beschlossen, dass wir nicht extra Werke aus den Ausstellungen herausnehmen und sie dann in die Sonderausstellung tragen, sondern ich glaube, es ist eher spannend, dass wir da nochmal Werke zeigen, die unsere Museumsgeschichte präsentieren und trotzdem ihnen nicht ganz so bekannt sind. Also es gibt schon da noch einige Überraschungen. Also es gibt das ganze Jahr über gewisse Aktivitäten. Jetzt haben Sie in der Pressemitteilung ja vorgestellt, es gibt einen neuen Audioguide. Also man kann jetzt durch das Haus gehen, durch die Ausstellungen und sich ohne einen Menschen quasi auch führen lassen. Ist das jetzt eine besondere Neuerung? Ja, das ist schon eine besondere Neuerung. Wie gesagt, wir bieten auch gern Führungen an, aber nicht immer passt es. Und nicht immer ist sozusagen sofort jemand parat zu ganz speziellen Fragen der Kunstgeschichte, zu ganz speziellen Fragen des Bergbaus. So, und welche Einzelperson leistet sich dann doch eine Führung? Das ist immer eine gewisse Hemmschwelle, die übersprungen werden muss. Das ist jetzt mit dem Audioguide nicht mehr der Fall. Es sind so kleine Kärtchen, wie früher die Telefonkärtchen waren, die erwerben Sie für 3 €. Das ist nicht sehr viel. Das ist fast wie eine Kugel Eis, die es bei uns im Hof gibt. Und dann können Sie ganz individuell die Stationen aufsuchen, die Sie interessieren. 20 Stationen für Kinder, 20 Stationen für Erwachsene. Und Sie hören einfach ein bisschen in unsere Museumsgeschichte rein. Ja, das ist ein geschichtsträchtiger Ort für die Stadt Freital und den gilt es natürlich zu erhalten, auch in Zeiten knapper Kassen. Und ich hatte das vorhin auch zur Begrüßung gesagt, dass wir einerseits stolz sind, dass unsere Vorfahren uns quasi dieses Kleinod gebaut und übergeben haben und wir werden es weiterführen. Und wenn wir dieses Jahr 100 Jahre Städtische Sammlung in Schloss Burg feiern, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn die nachfolgenden Generationen irgendwann das 200-jährige Fest dazu feiern würden.